say was spring break, so she was home early in spring break, and now she won't be back home until summer. What is summer? May 13th, I think, is her last day of classes. Yeah. So. Okay, ich sehe, dass schon 13 Leute sind schon dabei. 14. Wie ich immer gerne sage, der Saal füllt sich und ich bitte euch, wie immer, mir ein Feedback zum Ton zu geben. Seid's doch so lieb. Gebt's mir ein Herzchen. 27, hallo, hallo ihr Lieben aus New Orleans, dem Big Easy, der Crescent City, wie New Orleans auch genannt wird, weil sie so in Kipfelform an einem Riverbend des Mississippi liegt. Sagt ihr mir, wie der Ton ist? Alles gut? Gut, also ich heiße euch herzlich willkommen bei diesen neuen Alpine Foxes. Bei diesem neuen Alpine Foxes Ereignis. Ich glaube, man hört mich nicht. Nico? Okay, nee. Okay, es funktioniert eh. Gut, es sind immer die Anfangsschwierigkeiten. Also, ich heiße euch herzlich willkommen hier in New Orleans bei diesem neuen Alpine Foxes Ereignis und Versuch. Es ist wieder mal ein Abenteuer, das wir gemeinsam erleben, weil es eine Stadt ist, die ich natürlich nicht sehr gut kenne. Ich war erst einmal hier vor dieser Reise. Und heute ist es das zweite Mal. Ich bin den ganzen Vormittag rumgegangen, um den besten Weg auszukundschaften. Das große Problem ist, Problem ist es eigentlich nicht, aber die große Sache ist, dass hier ein riesiges Musikfestival gerade stattfindet, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Es ist das French Quarter Street Festival. Überall wird Musik gespielt, es sind Menschenmassen auf den Straßen. Das ist natürlich cool für das Bild und für den Inhalt der Story, aber es ist sehr schlecht für das Signal. Mein alter Feind, das WLAN, das Signal. Wird es passen, wird es nicht passen? Ich sage auch immer, wir sind nicht der ORF, es ist ein Experiment. Sollte das Signal schlecht sein, wir können nichts dafür. Ja, es ist ein Versuch. Wir machen es einfach, wir schauen, wenn das Bild einmal schlechter wird, bleibt einfach dran. Und ansonsten, wir dokumentieren alles, was heute vorkommt, auch auf Video und auf Fotos. Ihr werdet also genug von New Orleans sehen. Wollen wir gemeinsam dieses Abenteuer starten? Ja? Dann würde ich sagen, wir legen einfach los. Es sind schon 86 Leute dabei und wir gehen jetzt einfach los und werden New Orleans gemeinsam erkunden. Ich habe mir einen sehr, sehr, sehr interessanten Platz zum Anfangen ausgesucht, nämlich den Fluss, der durch diese Stadt durchfließt, den Mighty Muddy Mississippi, wie er hier auch genannt wird, oder der Vater der Flüsse in der Indianer- oder ureingeborenen, wie soll ich sagen, Sprache. Hallo Brigitta. Der Mighty Muddy Mississippi ist direkt vor uns und deshalb drehe ich dieses Bild jetzt um, damit ihr ihn auch zu sehen bekommt, oder? Also hier ist das Signal ja gut und ich werde mal zum Ufer spazieren. So. Es ist angenehm warm, die Sonne heizt vom Himmel und ich werde einen wunderbaren Sonnenbrand im Nacken bekommen. Ihr habt hoffentlich meine super, super coole Alpine Foxes Kappe gesehen. So, da schauen wir auf ihn, den Vater der Flüsse, den Muddy Mississippi, wie er genannt wird, weil er immer diese braune Farbe hat, nicht so wie unsere blaue Donau zu Hause natürlich. Da drüben die Mississippi-Brücke, die Hochhäuser des amerikanischen Teils von New Orleans, da werde ich euch nachher noch ein bisschen etwas davon erzählen. Und auf der anderen Seite fährt gerade eine Fähre hinüber nach Algiers Point. Das ist
kleine Stadt, da gibt es so eine Mardi Gras Ausstellung. Denn Mardi Gras, der Karneval, wird hier in New Orleans extremstens gefeiert mit riesigen Paraden. Da ist dann wahrscheinlich noch mehr los als heute. Nur ein paar Informationen zum Mississippi hier. Wir sind gestern schon daran entlang gefahren. Wunderschöne Plantagen haben wir gesehen, angefangen mit Oak Alley, Laura Plantation, St. Joseph, die auch sehr oft schon Settings für diverse Filme waren, wie 12 Years a Slave zum Beispiel. Und hier fließt er eben durch diese Stadt durch. Er ist der viertbreiteste Fluss der Welt. Er ist mitsamt dem Missouri ist es ein Netz von ungefähr 6000 Kilometer Länge. Der Mississippi selber hat ungefähr 2500 Kilometer Länge. Und genau dort drüben bei Algiers Point hat er eine seiner allertiefsten Stellen. Da ist nämlich ein Loch im Boden, da ist er 60 Meter tief. Und bei Hochwasser, da ist jetzt gerade ein Fisch gesprungen. Und bei Hochwasser entsteht in diesem Loch da drüben ein riesiger Strudel, der auch große Schiffe drehen kann. Also deshalb braucht man hier, seht ihr den Fisch da springen? Herrlich, macht uns eine Show. Deshalb braucht man hier am Mississippi immer einen Lotsen, der die Schiffe hier sicher durchbringt. Schaut gar nicht so wild aus, oder? Aber es ist ein sehr, sehr gefährlicher, sehr reißender Fluss. Abraham Lincoln war übrigens lange Zeit hier Lotse am Mississippi, bevor er dann eben Präsident Amerikas wurde. Wir gehen jetzt ein Stückchen weiter. Der Plan ist, ein paar Schritte mit euch durch das Friends Quarter durchzugehen. Da drüben eine ganz interessante Tafel und auch ein paar Füchse stehen dort drüben. Und zwar wird hier thematisiert auch der Sklavenhandel, die dunkle Seite der Südstaaten Amerikas. Gestern auf Oak Alley Plantation haben wir auch eine unglaublich interessante Ausstellung über die Sklaverei gesehen. Und hier eben auch so eine Tafel, die darauf hinweist, dass hier nicht alles nur Jazz und lustig und feiern ist, sondern dass hier auch eine sehr dunkle Vergangenheit geherrscht hat. Eine andere Sache will ich auch thematisieren, und das ist eine gewisse Süßspeise, die es hier gibt, und zwar die Beignets. Ich habe ja im Teasertext habe ich geschrieben, es gibt hier so eine Art Krapfen. Diese Krapfen könnt ihr hier sehen. Sie heißen hier Beignets und werden vorgeblich im Café du Monde gebacken und serviert. Das Café du Monde ist gar nicht so weit von hier weg, aber es ist sozusagen das Café Zentral von New Orleans. Es ist eine Menschenschlange davor und wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Also wir haben die Beignets woanders gekauft. Sie sind groß, sie sind zuckrig und der Jakob wird jetzt testen, ob sie denn auch gut sind. Na, schauen wir uns das mal an. Sind sie gut? Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Sehr zuckrig. Und sehr zuckrig, sagt der Jakob. Gut, aber wir werden uns jetzt in die Menschenmassen werfen. Es gibt hier überall Bühnen, es gibt hier überall Bodenunebenheiten. Also ich bin schon sehr gespannt, wie ich da jetzt durchkomme. Da oben ist eine Bühne aufgebaut, da bereitet sich schon die nächste Band vor. Überall ist Jazz zu hören. New Orleans gilt als die Geburtsstadt des Jazz. Wir waren gestern Abend schon in der Bourbon Street unterwegs und da war, also aus jedem einzelnen Lokal klingt der Jazz heraus und wir werden sicherlich einiges an Musik heute auch noch hören auf diesem Stream, wenn denn alles gut läuft. Hier direkt, wir gehen jetzt vom Levee runter, also von diesem Damm, der den Mississippi vom viel tiefer gelegenen New Orleans abschirmt. Dadurch, dass die Stadt unterhalb des Flussspiegels so quasi liegt, gab es 2006, Katrina, diese unfassbaren Überschwemmungen. Wir gehen hier auch über eine Bahnlinie drüber. So, ist die Bahnlinie. Ah, Kinder, es geht schon los. Naja, übt noch. Also überall Trompetenmusik und Jazz. So. Jetzt fangen sie an.
Die Kirche, die wir da hinten sehen, ist die Kirche am quasi Hauptplatz des French Quarters am Jackson Square. Ist eine sehr hübsche Kirche. Und davor, auf diesem Jackson Square, da ist heute der absolute Bär los, weil sich da eben alles zentriert bei diesem French Quarter Festival. Ihr werdet gleich sehen, wie viele Menschen da unten sind. Eine Bühne neben der anderen, natürlich auch Foodstands überall und die Leute tanzen nach der Musik. Es ist eine Stadt voller Leben, eine reichlich verrückte Stadt. Sehr, sehr unamerikanisch. So, bitte. Nur ein kleiner Überblick hier über den Wahnsinn, der sich da gerade am Jackson Square ergibt. Aber wir werden jetzt direkt hinuntergehen in das French Quarter, das sich quasi hinter der Kirche nur um einige Blocks weit erstreckt. Das French Quarter ist der älteste Teil von New Orleans. Und wie der Name schon sagt, wurde es in der Zeit errichtet, in der die Franzosen hier regiert haben. Das war schon im 17. Jahrhundert, also New Orleans ist eine relativ alte Stadt. Sind hier zwei Brüder hergekommen, die sind in den Mississippi raufgesegelt und haben hier angelegt und haben hier eine kleine Ansiedelung. Da seht ihr auch diese schönen Bäume. Subtropisch ist das hier, die Vegetation. Es kann nur empfehlen, mal herzukommen und die Stadt selber zu sehen. Die haben hier angelegt, haben hier eine kleine Ansiedlung gegründet und aus der wurde dann später die heutige Stadt New Orleans. Man sagt nicht New Orleans, sondern es wird New Orleans ausgesprochen oder noch besser Orleans. Und wir haben da drüben schon ein Beispiel für diese wunderschöne Architektur, die man hier im French Quarter sehen kann. Hört ihr die Musik? Das sind die Häuser, die teilweise aus Ziegelsteinen gebaut worden sind, aber allesamt mit diesen wunderschönen gusseisernen Balkonen. Wir werden dann später noch mehr davon sehen. Das Haus, das da drüben ist, ist das sogenannte Pont Alba Gebäude, gebaut im 18. Jahrhundert im Auftrag einer Baronin, der Baronin Pont Alba oder Pont Alba. Und die hat dort mit ihrer Familie drinnen gewohnt. Später wurden die Pont Alba Buildings, die also den ganzen Jackson Square hinübergehen, die wurden dann auch von Künstlern und Schriftstellern bewohnt. Also das sind sehr begehrte Wohnräume hier. So, wie geht's euch denn in der Zwischenzeit? Ich kann leider die Kommentare heute nicht sehen. Aber ich gehe davon aus, dass es allen gut geht, weil sonst würden mir meine Co-Füchse schon irgendetwas sagen. Sehr aufregend. Wow. Das ist ja fast wie in Tokio. Ärger eigentlich. Aber wir haben es auch gemeinsam durch Tokio geschafft. Also wird das hier auch gehen. So, immer rechts die Kirche vom Jackson Square. Nach den Franzosen ist dann hier, eine Zeit lang haben die Spanier hier regiert, nämlich weil der französische König seinem Cousin, dem spanischen König, dieses Land hier abgetreten hat. Aber die Spanier waren hier nicht sehr beliebt, deshalb sind sie dann wieder weggegangen. Wahrscheinlich waren alle unfreundlich zu ihnen. Und danach, im sogenannten Louisiana Purchase, haben die Franzosen die Stadt verkauft, die Provinz Louisiana verkauft an die Amerikaner und seither ist New Orleans amerikanisch. So, ich höre mal ein bisschen auf zu reden, damit ihr die Musikfetzen hören könnt. Die Leute, also es ist wirklich so eine Momentaufnahme der Stimmung, die in dieser Stadt herrscht. Und ich hoffe, ihr genießt es so wie ich es letztendlich auch genieße. Die Leute haben sich Klappsessel aufgestellt, da sitzen sie alle. Hier, das ist die einzige Stadt Amerikas, wo man auch draußen trinken kann. Deshalb kommen so viele Amerikaner auch hierher, weil hier, es ist halt so eine, also man trinkt hier sehr gerne, haben wir gestern auch schon festgestellt. Also man kann sich hier Cocktails nehmen, es ist heute sehr viel Daydrinking angesagt hier. Und wir gehen jetzt hier entlang des Pont Alba Buildings. Unter diesen gusseisernen Balkonen, die ich euch gerade gezeigt habe, aber wegen des Signals
gehe ich lieber hier in der Mitte, denke ich mir. Ich probiere das halt einfach aus. Die Stadt ist eine faszinierende Mischung aus verschiedenen Kulturen. Dadurch, dass die Franzosen hier waren, dadurch, dass die Spanier hier waren, die Amerikaner, die Briten, also und natürlich durch diesen Sklavenhandel, dieses schreckliche Kapitel in der Geschichte Amerikas, ist natürlich auch sehr viel von dieser Kultur hier eingeflossen in diese Stadt, besonders in Louisiana generell, aber hier in der Stadt ist es natürlich besonders spürbar. Schaut euch mal diese wunderschöne Architektur hier an. Das ist ein Museum hier vor uns und drüben haben wir jetzt nochmal aus der Nähe die Kirche am Jackson Square. Wir sind von dort drüben gekommen, also dort drüben müsst ihr euch den Mississippi vorstellen. Wir sind jetzt das ganze Pont Alba Building entlang gegangen. Also diese verschiedenen Kulturen haben haben ihre Lebensweise mitgebracht, haben ihre Kunst mitgebracht, ihre Traditionen mitgebracht. Und so kommt es auch, dass New Orleans auch die Hauptstadt des Voodoo genannt wird. Speziell eben Leute aus so viel los hier, Leute aus Haiti haben diesen Voodoo-Glauben mitgebracht. Die Idee, dass Steine, Tiere, Pflanzen beseelt sind von Geistern und diese Geister, die gehen dann von einem zum anderen weiter. Also es gibt hier einige Geschäfte, wo man diverse Voodoo-Dinge kaufen kann. Keine Sorge, ich werde mir kein Wachspuppel kaufen und an irgendwelche Nadeln hineinstecken. Aber vielleicht ein Grigri. Ein Grigri ist ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer kann man doch immer brauchen. Da seht ihr schon, wie da diese Architektur mit diesen gusseisernen Balkonen, mit den Ventilatoren oben, die Leute sitzen oben, genießen ihre Beignets oder die traditionelle Küche hier, die kreolische Küche, sehr französisch angehaucht oder auch die Cajun-Küche, die eher deftige Küche der Landbevölkerung. Da könnt ihr hineinschauen ins Pont Alba Kaffeehaus. Da haben der Nico und ich, wie wir das letzte Mal in New Orleans waren, das ist schon sehr lange, lange her, da haben wir den ersten Poor Boy gegessen. Was ist ein Poor Boy? Eine Art Sandwich, kann mit verschiedensten Dingen gefüllt werden und ist sehr, sehr schmackhaft und sehr füllend. So, wir gehen jetzt hier diese Straße entlang, denn wir wollen uns näher an die Bourbon Street entlang schleichen. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Schon wieder so ein verrückter Stream. Also nachher werde ich dann auch die Musik genießen. Aber jetzt möchte ich euch so viel wie möglich zeigen. Hier oben ein schön dekoriertes Haus. Ich mag halt diese Architektur wirklich sehr gern mit den Balken, mit den Balkonen. Teilweise sind die Häuser nur einstöckig. Teilweise schauen sie aber auch wie Paläste aus. Und gestern in Oak Alley, in der großen Plantage, wo wir waren, das war ja überhaupt gewaltig. Es ist also so ein richtiges Südstaaten, wie heißt das, Zuckerrohr, eine Zuckerrohrplantage war das. Gut, ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Nein, ich bin am Weg, den ich gehen wollte. Ich muss nur unglaublich aufpassen, weil es gibt ja so viele Löcher im Sidewalk und da möchte ich nicht drinnen verschwinden. Jetzt gehe ich ein bisschen flotter. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Die anderen Füchse beantworten sie gerne. Auch da sitzen wieder Leute oben auf dem Balkon. Es gab hier ja sogar eine Voodoo-Königin. Übrigens, wenn ihr euch vor Voodoo-Zaubern schützen wollt, vor bösen Voodoo-Zaubern, gibt es auch sehr viele Filme zu diesem Thema übrigens, wie zum Beispiel Der verbotene Schlüssel, das ist ein sehr gruseliger Film, der auch auf so einer Plantage spielt und sehr viel mit Voodoo, mit diesem Thema Voodoo spielt. Also wenn ihr euch vor bösen Voodoo-Zaubern schützen wollt, dann bitte immer Ziegelstaub bei der Hand haben und mit Ziegelstaub entweder eure Türschwellen bestreuen oder einen Kreis um euch herum beschreiben, weil dann können die bösen Geister da in keinster Weise hinein. Und das ist ja schon sehr beruhigend, oder? So,
Hier ist ein sehr hübsches kleines Museum, das Pharmaziemuseum. Und gibt es auch noch so, ihr könnt euch erinnern an den letzten Stream aus Wien, wo ich auch eine alte Apotheke hergezeigt habe. Hier sieht man eben in Erinnerung an den Max Samson, der so quasi hier Apotheker war und hier die Pharmazie mehr oder weniger salonfähig und eingeführt hat. Also da sieht man noch diese schönen Mörser hier. Und das ist ein interessantes Museum, nehme ich mal an. Ich war nicht drinnen, ehrlich gestanden. Das New Orleans Pharmacy Museum, auch mit so alten Fläschchen und dergleichen. Belladonna, Gepsikum, Plaster. Also erinnert mich ein bisschen an die Löwenapotheke, die ich euch gezeigt habe in Wien. Wir kommen jetzt zu einem sehr, sehr schönen Gebäude. Es ist ein offizielles Gebäude. Und zwar quasi der Gerichtshof, sage ich jetzt mal, von New Orleans, in diesem gewaltigen Kolonialstil gebaut. Ihr seht da vorne auch schon eine Palme, also es ist wirklich subtropisch. Rhododendron, Bäume, das sind Bäume. Also es ist ja die Vegetation hier ist um einiges üppiger als in unseren Bereichen. Hier sieht man eben dieses Gerichtsgebäude im typischen Kolonialstil. Und hier, wenn ich jetzt hier herüber schwenke, da drüben, diese Hochhäuser, das ist so quasi schon die Grenze vom französischen Viertel hinüber zum amerikanischen Viertel. Die Canal Street ist die große Straße, die die beiden Viertel voneinander trennt. Und da hat man dann nicht mehr französischen Chic, sondern dort drüben eben die Hochhäuser. Das ist der CBD, also der Central Business District. Hinter dem ist dann aber wieder idyllischer wird. Da kommt dann der Garden District mit wunderschönen Villen, diverse. Da kann man mit der St. Charles Street Car, mit diesem uralten Streetcar hinfahren, das ich euch zeigen wollte, aber das ist zu weit weg für den Stream jetzt. Also es gibt nicht nur das French Quarter zu sehen in New Orleans. Wir gehen jetzt hier wieder unter diesen Balkonen hier durch. Links immer das Gerichtsgebäude. Gehe ich jetzt wieder ein bisschen schneller. Hier gibt es eh Bescheid, ob euch alles passt, ob es euch interessiert, ob ihr glücklich seid. Ich bin schon wieder sehr glücklich. Wir sind Weltreisende, virtuelle Weltreisende sind wir zusammen. Und ich hoffe, dass viele von euch auch... dass viele von euch auch die Sonnenfinsternis mit uns genossen haben. So, da hört sie jetzt ein bisschen Cajun-Musik. Möchte ich gleich, dann habt ihr es gehört, die Musik? Dann möchte ich gleich den Two-Step tanzen. Wir waren am Land, bevor wir hierher gekommen sind, in einer kleinen Stadt, Brobridge. Und da waren wir in einem Hands Parties. Eine Stadt für Stags and Hands Parties, also Junggesellen und Junggesellinnenabschiede werden hier sehr gerne gefeiert. Warum? Weil man reichlich zu trinken bekommt in dieser Stadt. Wir kommen jetzt auf die Royal Street. Da wird wieder Musik gemacht. Schon wieder sieht man diese schönen gusseisernen Balkone. Und ich mag halt wirklich diese Schirmchen oben. Das hat so fast ein bisschen was, ja, ein bisschen Pariserisches, auch Italienisches vielleicht. Dieses draußen sitzen, das die Sonne genießen und das gute Essen. Das ist eine Stadt, wo man echt viel, viel und gut essen kann. So, die Straßennamen sind hier nicht auf Pfosten, sondern hier ist nur ein Stoppschild, sondern in den Boden eingelassen mit sehr schönen Fliesen. Also wir sind jetzt auf der Royal Street, die wird gekreuzt hier von der St. Louis Street und ich möchte ein paar Schritte mit euch die Royal Street entlang gehen. Ihr seht auch, wie bunt die Häuser sind, das ist ein besonders schönes. Ich, alter Urban Fox, bin ja schon wieder am Aussuchen, wo ich ganz gerne wohnen würde.
Ja, also die Hochhäuser da drüben, das ist eben amerikanisches Viertel. Das ist dann dort nicht so idyllisch, aber auch interessant, das zu sehen. Und hier ist jetzt dieses Gerichtsgebäude. Wir sind da jetzt quasi auf die Vorderseite gegangen. Das könnte auch irgendwo in Wien stehen, oder? Das ist fast wienerische Architektur mit den Säulen und diesen Verzierungen. Könnte auch der Justizpalast bei uns sein, irgendwie. Man hört hier die verschiedensten Sprachen, aber man merkt halt schon sehr auch, dass die Amerikaner die Stadt lieben, weil es halt, ja, es hat ein Stadtzentrum, da ist was los, das ist am Abend nicht ausgestorben. Man kann weggehen, man kann Party machen. Wie gesagt, wir sind gestern einmal die Bourbon Street auf und ab gegangen. Es war Wahnsinn, was da los war. Uns war es dann fast schon ein bisschen zu viel. Aber es ist, man muss es auf jeden Fall einmal gesehen haben. Wir sind nach wie vor auf der Royal Street. Ich gehe dann mal auf die andere Straßenseite rüber. Eine Challenge ist das sozusagen. Hier, dieses Gebäude vor uns, das war früher die Nationalbank. Also hier war die Nationalbank in, wie soll ich sagen, der Sitz der Nationalbank von New Orleans. Der war hier untergebracht in diesem sehr hübschen Gebäude. Und wenn wir da rüber schauen, haben wir wieder so Kolonialbaustil. Palme davor. Oh, jetzt heizt es aber auf. Jetzt muss ich, genau, und was ich euch auch zeigen wollte, muss ich jetzt nochmal hier rüber gehen, sind die Straßenschilder, die sich hier an den Ecken der Häuser befinden. Auch sehr schön mit Fliesen angebracht. Das steht also als New Orleans quasi die Hauptstadt der spanischen Provinz Louisiana war. Ihr seht, es war nicht sehr lang, 1762 bis 1803. Und da hat es eben Calle Real geheißen oder Calle Real. Diese Straßenschilder erinnern mich ein bisschen an Madrid, wo wir ja vorher waren. Wir sind über Madrid hierher geflogen und da haben sie auch diese Fliesenstraßenschilder. Also auch mit der spanischen Krone. Ein bisschen Europa ist hier zu sehen. Löwen. Also die kastilianische Krone ist das. So, jetzt muss ich euch aber was anderes zeigen. Wir gehen, ich muss nur heil da herüberkommen. Wir gehen jetzt noch ein Stück die Royal Street hinunter. Das ist übrigens ein Polizeihauptquartier. Schick, oder? Ich hoffe, ihr hört auch so ein bisschen die Stimmen, die im Hintergrund, so, dass die Leute plaudern miteinander. Und in diesem hübschen kleinen Häuschen hier auf der linken Seite, da befindet sich so ein Beignet, eine Beignet-Geschichte. Das Café Beignet. Könnte auch irgendwo in Südfrankreich oder so sein, von den Temperaturen her. Café Beignet. Und da seht ihr eben, wie die Leute da drinnen sitzen und diese staubzuckrigen Krapfen verspeisen mit größter Wonne. Auch hier ist das in den Fliesen eingraviert. Wir werden jetzt noch ein kleines Stück diese Straße weitergehen. Vielleicht auch so ein bisschen in die Auslagen schauen. Der Stream ist ja heute nur auf eine halbe Stunde angelegt, weil es eben ein komplizierterer Auslandsstream ist und nicht ein schönes Lustergeschäft. Schaut mal hier herein. Schöne Geschäfte gibt es ja. Eine tolle Holzdecke ist hier auch zu sehen. Also es ist auch natürlich nicht nur eine Stadt, wo man trinken kann, sondern wo man schauen kann, was ich ja besonders mag bei meinen Reisen. Schauen, entdecken, auch zu Hause mache ich das gerne. Am liebsten gemeinsam mit euch. Auch hier wieder, will euch wirklich halt so diese Buntheit zeigen mit blauestem Himmel. Wir hatten in den letzten Tagen teilweise sehr seltsames Wetter, muss ich sagen. Schaut mal, auch das ist irgendwie cool. Das dürfte irgendeine Bar sein, die in der Nacht wahrscheinlich mit Musik belebt ist. Oder keine Ahnung, da seht ihr die Gaslaternen. Und hinten einen Hinterhof. Das ist fast so wie die Durchhäuser in Wien. Man geht durchs Haus durch und hinten erschließt sich einem dann ein wunderschöner grüner
ruhiger Rückzugsort, ein Hinterhof. So, wir werden es jetzt wagen und auf die Bourbon Street hinübergehen, weil ich kann keinen New Orleans Stream machen ohne Bourbon Street. Schauen wir mal, was dort los ist. Der Wind ist ganz angenehm, ansonsten wäre es drückend. Ja, das Wetter, während wir zur Bourbon Street hinüberbummeln. Das Wetter, das wir hatten. Wir sind ja über Houston und Dallas hierher gefahren mit dem Auto von Dallas nach Louisiana. Und am Weg von Dallas hatten wir fast 4 Stunden lang einen unglaublichen Regenguss. Es war sehr, sehr anstrengend zu fahren und sehr aufregend. Und dann ist es aber immer wieder so hin und her gegangen, teilweise Wolken, teilweise Regen, ein Hurricane hat es auch gegeben in der Nacht einmal. Es sind ein bisschen andere Wetterverhältnisse in diesem großen Land hier. Also es hat auch einen Hurricane gegeben, aber heute ist blitzblauer Himmel, als hätten wir es bestellt, extra für euch. So, meine Idee ist, mit euch in der Bourbon Street zu einem ganz besonderen Punkt zu gehen. Thank you. Die Leute sind hier auch sehr freundlich, sehr fröhlich. Alle kommen mit einem ins Gespräch. Das gefällt mir sehr hier. Man kommt relativ leicht in Kontakt. Hier ist auch wieder so ein kleines Gärtchen. Wiederum die Gaslaterne, die hier brennt. Ein kleines Gärtchen. Immer wieder gibt es so Rückzugsorte, kleine Idyllen, wo dann oft auch ein Wasser plätschert. Und dann über diese riesigen Rhododendren, ich glaube, es sind Rhododendrenbäume. Ich bin ja keiner, der sich mit Bäumen auskennt, aber ich finde es faszinierend, wie groß diese Bäume hier alle sind. Durch diese subtropische Temperatur. Was wir da drüben sehen, ist auf einmal ein ganz anderer Baustil. Das ist ein kreolisches Cottage. Also das ist so quasi für nicht so reiche Leute. Die haben sich das gebaut. Und das war früher ein kleiner Chrysler dort drüben. Habe ich gestern mir angelesen. Also es sind verschiedene Baustile. Man hat eben die gusseisernen Balkone, aber da eben auch so ein kreolisches Cottage. Was es auch gibt, sind Häuser, die ganz, ganz schmal und ganz, ganz lange sind, bei denen ein Zimmer nach dem anderen gebaut ist. Diese Häuser nennt man Shotgun Houses. Das heißt, quasi, wenn man davor steht, bei der Eingangstür hineinschießt, kommt der Schuss auf der anderen Seite wieder heraus. Das ist das Prinzip eines Shotgun Houses. Also, das ist natürlich nur eine Metapher. Genau. Aber wir nähern uns dem Punkt, wo ich eigentlich hingehen wollte mit euch. Und ich hoffe, dass sie gute Musik spielen. Aber ich kann schon hören, ich kann schon. So, meine Lieben, willkommen auf der Bourbon Street. Da ist sie ein bisschen abgerissen, das N fehlt und ein Teil des B. Aber das ist die berühmte Bourbon Street, die Lebensader von New Orleans. Nachher gehen wir vielleicht in eine Oyster Bar. Aber ich wollte mit euch eben zu einem Punkt gehen, zu einem kleinen Platz, den ich heute früh entdeckt habe und der mir unglaublich gut gefallen hat, weil sie da super, super Jazz spielen. Und zwar ist das der Musical Legends Park hier drüben. Ihr seht hier den Louis Armstrong, der ja geboren worden ist hier in New Orleans. Und ich möchte mit euch jetzt hier hinübergehen, um mir diese drei Leute, die da drüben als Statuen stehen, genauer anzusehen. Und, hey, hört ihr die Musik? Dum, dum, dum. Herrlich, oder? Wollt ihr gleich herkommen? Für mich heute ein bisschen blöd, weil ich die Kommentare nicht sehe. Jetzt weiß ich nicht, ob es euch gefällt oder nicht, aber ich gehe davon aus. Hoppala.
du, meine Lieben. Ich gebe euch noch ein bisschen etwas von dieser Musik. Und wir werden uns jetzt dann selber ins Getümmel schmeißen, ohne euch. Und ein bisschen die Musik genießen, vielleicht auch das eine oder andere Getränk zu uns nehmen. Aber hört noch einmal ein bisschen zu. Echter New Orleans Jazz. Meine Freunde, das war's. Es war ein kurzer Stream dieses Mal. Wie gesagt, wir haben es absichtlich nur für eine halbe Stunde angesetzt. Es war ein aufregender, durch viele Menschen habe ich mich durchgewurschtelt. Ich hoffe, das Signal hat gepasst. Bitte beachtet auch meine ultra coole Alpine Foxes Kappe, ja, die mich vor der sengenden Sonne Louisianas geschützt hat jetzt. Und wie gesagt, ja, wir haben diese zwei Streams in Amerika jetzt abgewickelt. Es geht nächste Woche dann wieder in die Heimat zurück. Ein bisschen könnte ich schon noch aushalten hier. Aber ich freue mich auch schon wieder auf Wien. Ich freue mich auf die Führungen in Wien mit euch, online oder in echt. Und wir werden relativ bald, wenn wir in Wien zurück sind, wieder einen Online-Stream posten. Also es wird dann natürlich auch aus der Heimat wieder weitergehen. So, generell hoffe ich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dass das Signal gut gepasst hat. Und ich werde jetzt ganz einfach noch eine Minute euch da, bevor ich ausschalte, ein bisschen Musik hören lassen. Und dann werde ich checken gehen. Dum, dum, dum. Tschüss, meine Lieben. Danke fürs Dabeisein. Wieder über 100 Leute die ganze Zeit. Kommt mal nach New Orleans. New Orleans, Entschuldigung. Ich führe euch gerne herum. Tschüss. Ja, wir freuen uns auch über einen Mint Tulip oder so, also einen Cocktail, wenn ihr uns was spendieren wollt. Aber ihr wisst ja, wir machen es auch gerne gratis, aber wir freuen uns auch über Spenden. So, jetzt gebe ich euch noch ein bisschen was von der Musik. Tschüss, ihr Lieben, ganz, ganz liebe Alpine Foxes Grüße aus dem wunderschönen New Orleans. Macht es gut und Baba!